meine liebe Leseratten da draußen. Ja, heute möchte ich euch meine Top 5 Mangas vorstellen. So gesehen könnt ihr es eigentlich auch dann, ja, so nach Empfehlungen sehen, die ich so mag. Und vielleicht auch für einige Einsteiger unter euch auch Mangas dabei sind, die ihr sagt, die wollt ihr vielleicht lesen. Es sind eigentlich so gesehen 6 Mangas geworden. Aber es ist ein Top 5 Video. Ihr könnt mir ja auch dann unten in die Kommentare schreiben, ob ihr diese Mangas schon gelesen habt oder ob ich euer Interesse geweckt habe. Das ist dann euch überlassen. Ja, auf Platz 5 habe ich einen Manga von Hotaru Takana und Piroshiki, Iris Zero. Davon sind schon 6... Kann ich nicht sehen, weil das zu weit oben ist. 6 oder 7 Bände erschienen. In Iris Zero geht es halt darum, dass viele Kinder eine besondere Iris haben. Einige können einen Kreis über den Kopf, andere sehen oder ein X, ob das der richtige ist oder nicht. Dann gibt es einige, die können Flügel am Rücken sehen und einer kann besondere Emotionen entdecken und so. Also die besondere Iris ist halt sehr besonders. Aber der Toru sieht halt nichts. Er hat keine besondere Iris und deswegen ist er ein Iris Zero, wodurch er in der Schule sehr viel Probleme hat. Ja, das finde ich an diesem Manga halt sehr interessant. Ich muss demnächst auch mal wieder ein paar Manga-Rezensionen abdrehen. Und ja, mal auch so schon ein bisschen meinen Eindruck hinterlassen. Ich finde es halt toll. Nur ein bisschen schade, dass die Mangakas da nicht so hinterherkommen. Als nächstes habe ich auf Platz 4 2 Mangas. Und zwar erstmal von Abi Umeda. Die Wahlkinder, da geht es um ein Volk, das auf so eine Art Wal lebt, der in einem Wüstenmeer herumtapert, herumschwimmt. Und die Leute haben eben besondere Fähigkeiten. Und diese besonderen Fähigkeiten haben ein starkes Tribut, das heißt, die Kinder werden nicht sehr alt. Aber es gibt auch Leute, die eben, ja, also Schlammwal ist das, die haben halt nur ein kurzes Leben. Und die halt eben sowas nicht, Saimiya wird das genannt. Und die kein Saimiya haben, die leben natürlich länger und können auch Kinder zeugen. Und ja, so mal... schon mal einen kleinen Einblick. Und der Protagonist ist Shakuro hier drin. Und ja, ich bin gerade mal am Anfang des Mangas. Aber ich kann mir den Anime dazu auch angucken. Ebenfalls auf Platz 4 ist von Katsuo Hoshino Die Grey Man. Ja, ich habe extra den zweiten Teil genommen, weil der Kann da drauf ist. Im 19. Jahrhundert lebt der junge Ellen mit einer Akuma-Waffe im Arm und sucht nach dem Schwarzen Orden, um da als Exorzist tätig zu werden, und trifft dann natürlich auf andere Exorzisten. Und ja, man muss natürlich gegen den Millennium-Grafen kämpfen, der traurige Menschen, also deren geliebten Menschen, Verstorbene, der Millenniumsgraf hinterführt Leute, die gerade jemanden verloren haben, und erweckt so eben Akumas und will somit auch die Welt vernichte. Ja, so ist das jetzt richtig gesagt. So. Auf Platz 3 habe ich von Kaori Yuki Alice in Murderland.
Kaoriyuki sagt wahrscheinlich viele von Angel Sanctuary was. Und ja, in Alice in Murderland geht es um eine reiche Familie, die Kuonjis. Die ist nämlich eine der reichsten und mächtigen Familien der Welt und hat zwar Kinder, die aber nicht ihre eigenen sind. Und ja, die Mutter kündigt eines Tages dann an, dass sie ihre die vierte Tochter Stella ist dagegen, ihre Geschwister umzubringen, aber da klingt sich die Alice eben ein. Und was da wirklich noch weiterkommt, müsst ihr selbst lesen. Aber wirklich ein richtig schöner Band. Auf Platz 2 habe ich von Atsuko Asano und Hinoko Kino Number 6. Ja, wie ihr vielleicht mitbekommt, der Nezumi, der sieht auch ein bisschen wie Kanna aus. Das ist nämlich das Problem auch bei den Wahlkindern. Da gibt es auch einen, der wie Kanna aussieht. Ja. In Number 6 geht es darum, dass der Shion, muss das mal gucken, ja, Shion, dass der junge Shion in Number 6 lebt und eines Tages den jungen Nezumi Unterschlupf gewährt und somit im frühesten Kindesalter rausgeworfen wird aus Number 6 und seitdem wird aus der Bildungselite verstoßen und muss halt eben in die untere Ebene mit seiner Mutter ziehen. Aber als dann irgendwann ein Mord passiert, ist er unter Mordverdacht und muss dann fliehen. Und da kommt der liebe Nezumi auf ihn zu. Und ja, wie es weitergeht, müsst ihr natürlich selbst lesen. Ich fand das so toll, weil es gibt keine Stadt, die von vornherein perfekt ist. Es gibt immer irgendwo ein Makel. Ja, und dann als letztes auf Platz 1 habe ich von Mahiro Sato und Jin Kagero Dase. Der Anime heißt Mikako City Actor. Und ich fand beides toll. Also der Manga ist toll, der Anime ist toll und deswegen kommt der Manga auf Platz 1, weil er richtig, richtig super toll ist. Hahaha. Wieso auch nicht, ne? Und ja, darin geht es um einen Jungen, der ein Hikikomori, ich kenne das Wort gerade nicht richtig, ich weiß jetzt gerade nicht, wie das richtig ausgesprochen wird, auf jeden Fall. Ist das so, er verlässt seit ein paar Jahren. Also jetzt habe ich Hikikomori, habe ich doch richtig. Der verlässt seit Jahren sein Zuhause nicht und hockt die ganze Zeit nur am PC rum. Aber eines Tages muss er leider raus, weil sein PC Schrott gegangen ist und er was kaufen muss. Und dann kommt er auf die, ja, wird er als Geisel genommen bei einer kompletten Geiselnahme und stößt da auf das Mikakushi-Team. Er lernt die halt kennen und erfährt, warum einige von denen rote Augen bekommen und wieso, ich glaube, er hatte dann auch irgendwie diesen roten, durchscheinenden Blick, keine Ahnung, wie das war, ein bisschen länger her und Anime und Manga sind immer manchmal nicht sonderlich gleich. Ja, ich hoffe, euch hat es dennoch gefallen und ich hoffe, ich lösche dieses Mal nicht das Video. Das letzte Mal habe ich nämlich aus Versehen das Video gelöscht und musste deswegen das neue drin. Okay, ich sag mal bis demnächst, also ciao!